Einen wunderschönen guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren, im Atrium zu Ihrer Primetime. Ja, ich melde mich wie gewohnt von hinter den Kulissen und ich kann Ihnen jetzt schon sagen, die Kulissen sind vollgestellt, nämlich für einen unserer Main Acts heute Abend. Wunderschönen guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren, zu Ihrer Primetime. Einen riesigen Applaus für Johannes Oerding. Hallöchen. Bitteschön. Hallo zusammen. Ach, die sind alle ganz aufgeregt. Ja, ich auch. Ja, ich auch. Vor allen Dingen, fällt mir gerade auf, das habe ich nicht berücksichtigt. Man sieht ja alle Leute. Ja, das haben wir sonst nicht. Normalerweise ist es immer dunkel, wenn wir irgendwo auftreten, aber jetzt kann ich die Leute sehen. Das heißt, man sieht auch, wenn jemand gähnt oder wenn er keinen Bock hat. Das ist natürlich hier auf der Bühne nicht ganz so schön, aber. Also bitte nicht gähnen. Genau, ja? Tun Sie einfach so, als hätten Sie Spaß heute Abend. Lieber Johannes, wir sind natürlich wahnsinnig froh, dass du samt Band heute hier auf dieser Bühne auftreten wirst. Ist das das allererste Mal, dass ihr auf einem Kreuzfahrtschiff auftretet? Tatsächlich nicht. Wir haben schon ein paar Reisen gemacht, aber nicht, mit AIDA. Das heißt, hier ist sehr vieles sehr neu. Und das Schöne ist an diesen Konzerten, dass es eigentlich nicht vergleichbar ist mit überhaupt anderen Konzerten. Ob du im Club spielst, in der Arena, in der Halle, draußen, Open Air, das ist nochmal was ganz anderes. Erstens, weil wirklich die Leute quasi dir auch von hinten auf die Hose gucken. Von oben, von allen Seiten und es ist sehr, sehr nah dran. Das ist schon was Besonderes und auch für uns heute, weil wir ein Akustikset uns überlegt haben. Sprich, wir spielen einfach wirklich nur mit ein paar Instrumentchen, versuchen das möglichst unverstärkt zu machen. Nachteil ist, man hört jeden Fehler, den wir spielen, also weil wir uns nicht verstecken können hinter großem Licht, in einer großen Lichtshow oder einem großen Soundbrett, sage ich mal. Aber ich bin mir sicher, ihr seid wahnsinnig toll vorbereitet. Ich bin mir auch sicher, dass, ich sag mal, 99% der Gäste, die jetzt hier sitzen, waren auch schon beim Soundcheck. Es hat auch schon Spaß gemacht. Ja. Wie ist das denn, wenn man beim Soundcheck tatsächlich auch schon Publikum hat und schon die Nähe so spürt? Ist das eher ein Eisbrecher oder ist das etwas, was dich verunsichert oder euch? Ist unterschiedlich. Ich finde das jetzt hier, weil das ist ja eh so ein bisschen Durchgang, dann rechnet man auch damit, dann stört dann das nicht. Es gibt aber auch Momente, bin ich ehrlich, wenn ich auf der Tour oder so spiele, dann lasse ich auch die Türen wirklich zumachen, weil da stehen dann schon tatsächlich die ersten Leute in der Schlange und ich will nicht so viel verraten von dem Konzert. Also es ist immer doof, glaube ich, wenn man schon so ein bisschen die Highlights vorwegnimmt. Deshalb bin ich eigentlich ein Freund davon, dass niemand zuhört, aber hier ist es halt eine besondere Atmosphäre und das fühlte sich fast schon an wie ein kleines Vorkonzert, muss man sagen, weil die Leute auch gleich mitgemacht und geklatscht haben, war ja schön. Aber man lernt sich natürlich auch also schon direkt so ein bisschen kennen und man kriegt so ein bisschen den Vibe wahrscheinlich des Publikums schon mal mit, also wie man sich so gegenseitig anfühlt wahrscheinlich. Eine große Schiffsfamilie. Eine große Familie. Lieber Johannes, aber so ein bisschen zu dir. Jetzt, bevor wir ein bisschen weiter darauf eingehen, was heute noch so auf uns wartet. Wie lange machst du schon Musik, beziehungsweise war das immer schon das Ziel deines Werdegangs? Wolltest du immer Künstler und Sänger werden? Ich glaube, insgeheim ja. Insgeheim habe ich irgendwie gespürt, dass ich auf die Bühne gehöre, aber mein Werdegang startete irgendwie auf dem Dorf und da ist der Beruf Musiker. Den gibt's da nicht. Da ist das so ein Hobby. Da kannst du mit einer Schülerband Musik machen, kannst du dreimal im Jahr auf dem Dorffest oder auf dem Stadtfest in der nächstgrößeren Kreisstadt spielen. Aber dann war's das eigentlich. Alles, was so mit diesem Beruf zu tun hat, war für mich immer eher so Hollywood. Das ist so irgendwo da draußen im Fernsehen oder sonst wo. Das hat also eine Zeit lang gedauert, bis ich dann irgendwann mit 17, 18 das erste Mal in Kontakt kam, auch mit der Musikindustrie. Mhm. Da habe ich mit meiner Schülerband im Sauerland gespielt, auf einem Stadtfest in Iserlohn. Das war für uns schon eine sehr große Nummer. Wir waren so eine Art Partyband da. Und dann haben Produzenten. Habt ihr eure eigene Musik? Ja, wir haben tatsächlich, also wir haben so ein paar Coverstücke von den Blues Brothers gespielt. So cool. Everybody needs somebody. Cool. Sowas. Mhm. Aber ich habe natürlich denen immer schon meine eigenen deutschen Songs untergejubelt, meinen Bandkollegen.
Und dann kamen tatsächlich Produzenten an, die sagten, hey, das gefällt uns, gib uns mal deine Nummer, wir rufen dich mal an. Haben der Sie jemals angerufen? Sie haben angerufen, 3 Monate später, und dann kam ich nach Hamburg in ein Studio rein, und da hingen dann wirklich so diese ganzen goldenen Schallplatten, Platin-Schallplatten, Falco, Vicky Leandros, wie sie alle hießen, ganz, ganz viel. Und dann dachte ich so, jetzt ist Hollywood, jetzt bin ich angekommen, jetzt geht's los, ab nach oben. Hat von da an aber noch, glaube ich, 15 Jahre gedauert, bis es sich tatsächlich etabliert hat. Also ich habe dann doch eine relativ lange Reise hinter mir. Aber kommt da nicht irgendwann mal der Gedanke des Aufgebens, so eine Durststrecke, 15 Jahre durchhalten, ist schon auch... Wenn man nichts anderes kann. Oh! Dann hast du... Nee, ich hatte... den Gedanken hatte ich, habe ich relativ schnell beiseite geschoben, denn es war wirklich so, dass ich schon gemerkt habe, immer wenn ich irgendwo aufgetreten bin, das fing an bei Oma auf dem Geburtstag irgendwie, bis hin zu dann eben Schülerbandauftritte, dass die Leute kamen. Und dann habe ich mir immer gesagt, wenn ich in meiner Heimatstadt am Niederrhein, am linken Niederrhein, wenn ich da 250 Leute ziehe und es werden immer mehr, dann kann das auch woanders funktionieren. Und so habe ich mir das eigentlich immer eingeredet, dass das mein Weg ist, und habe selten gezweifelt. Ist das, glaubst du, ist das so ein Ding, das ein Künstler braucht? Also dieses Durchhaltevermögen, dieses, dass man nicht Größenwahn, ja. Größenwahn. Also man muss, ich glaube, man braucht, heute weiß ich gar nicht, vielleicht heute sogar mehr denn je, Geduld und Durchhaltevermögen und vor allen Dingen auch wirklich ein bisschen Größenwahn, ein gesundes Geltungsbedürfnis, dass man auch gerne auf der Bühne steht, dass man gerne laut ist oder zumindest die Leute versucht mitzunehmen. Ich glaube, das gehört mit dazu. Ich hatte das Glück, mir wurde noch ein bisschen Zeit gegeben. Also ich hatte die Chance, anzufangen, eine Platte rauszubringen, die keinen interessiert hat. Und dann durfte ich aber noch eine Platte machen. Das ist heute gar nicht mehr möglich. Die jungen Künstler von heute, die müssen sofort einen Hit landen, die müssen sofort im Radio rauf und runter laufen. Wenn das nicht passiert, dann sind die weg. Also es ist heute deshalb so schwierig, weil die Zeit auch so schnelllebig geworden ist. Also wenn der eine nicht funktioniert, kommt der nächste, weil es einfach so viel davon gibt. Inwiefern glaubst du, dass man Mut und frech sein muss auch? Also hast du dir ab und zu mal gedacht, wow, das hättest du jetzt mal besser nicht gesagt? Hast du mal irgendwo angerufen bei einer Plattenfirma oder bei einem Künstler? Oder warst du mal irgendwie Forscher, hast gesagt, so, hier bin ich, nehm mich? Hast du immer gemacht? Ich bin da immer hingefahren. Ja? Ich bin mit der Gitarre bewaffnet tatsächlich in Hamburg dann und Berlin zu den Plattenfirmen gefahren, von Universal, Sony, Warner, wie sie alle heißen. Und habe da vorgespielt mit der Gitarre. Vorm Haus? Nee, ich bin reingekommen tatsächlich. Und dann sitzt da so ein Plattenfirmentyp vor dir in seinem weißen Jackett. Ist kein Witz, ist wirklich so gewesen. Dann spielst du und dann sagt er, nee, deine Stimme ist mir zu hoch, gefällt mir nicht. Nee, lass mal. Und dann gehst du weiter. Du musst, glaube ich, schon auch dranbleiben insofern, wenn du zum Beispiel Demo-CDs machst, die du verschickst. Dann kannst du 50 CDs verschicken. Oder du erhöhst einfach die Wahrscheinlichkeit, Glück zu haben, indem du einfach 250 CDs verschickst. Und so habe ich das gemacht. Ich habe einfach versucht, mein Glück auch so ein bisschen zu forcieren, indem ich einfach immer mehr gemacht habe, um einfach die Wahrscheinlichkeit zu erhöhen. Und das hat sich rentiert? Ja, ich offensichtlich, ja. Ja, genau, offensichtlich. Ja. Sag mal, jetzt hast du... Wie lange bist du denn in dieser Konstellation schon unterwegs? Wie viele Mitglieder haben dich denn auf dem Weg zu deiner Berühmtheit, zu deinem Ruhm verlassen? Das klingt, ne? Zu deinem Ruhm. Zu diesem Cäsar. Der ich hab tatsächlich meine Jungs heute mit dabei, die alle mit mir quasi diesen Weg schon sehr lange gehen. 13 Jahre sind die Jungs jetzt schon dabei. Und das gilt eigentlich für wirklich jeden Bereich in meinem Team, ob das dann Management ist, ob das die Plattenfirma ist, ob das die Produzenten sind, alles, was du darum zuhörst. Selbst mit meiner Freundin bin ich schon 9 Jahre zusammen. Also ich bin dann sehr loyal, dass wir natürlich wirklich von Anfang an diese ganzen Hürden genommen haben. Wir sind also auch zu fünft im VW-Bulli los und haben im Auto gepennt, haben geguckt, wo können wir spielen, in den kleinsten Kneipen und Klitschen, und das haben wir alles gemeinsam quasi erlebt und gemacht und erarbeitet, sodass man wirklich jeden Step auch genießen konnte bis heute. Und heute fahren wir hier auf der AIDA und werden betüttelt schön, kriegen was zu essen und zu trinken und ja. Die Straße, die Leute erkennen dich ja. Wie kannst du damit umgehen? Findest du es cool oder nervt es ab und zu? Möchtest du einfach ab und zu gerne der Johannes sein, der jetzt nicht erkannt sein möchte? Also erstmal grundsätzlich stört es mich nicht. Also das ist auch eine Form von irgendwie Anerkennung und Applaus tatsächlich, weil die Leute, das ist meine Erfahrung, auch die Menschen, die meine Musik hören oder mich kennen,
ja doch aufgeräumte und charmante Menschen sind, die sehr höflich und sehr freundlich fragen und nett. Nee, und das heißt, es sind ja erwachsene Menschen und erwachsene Menschen kommen an und fragen sehr freundlich und dann finde ich das auch völlig in Ordnung. Manchmal gibt es auch Dinge, wo ich mich frage, die Leute denken, man, da ist jetzt eine Scheibe dazwischen, dann sitzt du beim Essen und dann filmt einer so einfach so vom Nachbartisch so. Und irgendwann muss man dann wirklich sagen, entschuldigen, da ist keine Scheibe dazwischen, aber so ist es halt, das ist aber die Ausnahme. Und deshalb habe ich da überhaupt kein Problem mit, gerade hier auf dem Schiff, man kann ja auch nicht weg. Ja. Und da muss man sich drauf einstellen und man sieht sich eh heute Abend irgendwo, spätestens an der Bar irgendwo, von daher ist das für mich, ich bin vorbereitet. Inwiefern ist denn Dankbarkeit und Demut beziehungsweise eine Bodenständigkeit wichtig für dich? Du wirkst nämlich sehr, du wirkst, wenn man sich mit dem Johannes unterhält, muss ich jetzt mal sagen, er wirkt sehr bodenständig. Alles also Fassade ist, nur. Oh Gott, oh nein, zerstörst das doch nicht. Nee, Spaß, du wirkst sehr bodenständig, du wirkst sehr, ja, down to earth. Du hast es gelernt, du bist den Weg gegangen. Wie wichtig ist dir das denn bei Kollegen zum Beispiel auch, dass du sagst, so, das ist so ein Respektding, dass man sich gegenseitig auf derselben Höhe begegnet? Na, erstmal glaube ich, ist es grundsätzlich, muss man sich als Künstler oder als Musiker die Frage stellen, warum macht man das? Was ist die Essenz des Berufes? Meine Absicht war immer, ich wollte Musik machen. Ich wollte aktiv Musik machen, am liebsten mit anderen noch zusammen. Und da war es mir egal, ob ich im Proberaum mit welchen zusammenspiele oder auf der Bühne oder dergleichen. Mhm. Gerade wenn man anfängt, dass man wirklich auch mit Leuten zusammenarbeitet, guckt, wo sind meine Schwächen, mit wem kann ich zusammenarbeiten, aber immer auf Augenhöhe, Respekt, auch den Kabelträgern gegenüber, Kameraleuten, Technikern, die im Team sind. Also man muss mit allen, glaube ich, irgendwie auf Augenhöhe arbeiten, weil Fakt ist, dass man allen mehrmals im Leben begegnet und dann macht es keinen Sinn, jemanden ans Bein zu pinkeln, wenn man ihn nachher wieder trifft. So. Also sagst du, du möchtest in deiner Muttersprache singen, du möchtest deinen Gefühlen auf deine Art und Weise der Ausdruck geben? Oder hast du auch mal gesagt, ja okay, egal, dann schreiben wir jetzt einen englischen Song? Ich singe tatsächlich gerne auch Englisch, einfach so als so Cover-Songs oder so. Ich komme auch vom Lagerfeuer, ich war früher bei den Pfadfindern und so habe ich halt auch singen und Gitarre spielen gelernt. Das heißt, ich singe auch gerne in anderen Sprachen, aber wenn es darum geht, meine eigenen Geschichten aufzuschreiben, dann kann ich das ehrlich gesagt nur in meiner Muttersprache. Ich habe zwar Englisch gelernt, aber nur so ein Schulenglisch. Und wenn ich das machen würde, englische Texte schreiben, dann würde das wie bei Dieter Bohlen klingen. Und das so, tonight we gonna be zu zweit oder irgendwie so. Also es wär, glaube ich, nicht so berührend und auch nicht so, jeder von uns, der auch ein bisschen Englisch spricht, weiß, dass er einfach, wenn es nicht die Muttersprache ist, dann kann man eben auch nicht die Bilder oder die Metaphern, die Wortspiele so richtig benutzen. Und deshalb war relativ schnell klar, dass ich das in meiner Muttersprache mache. Wie sehr, glaubst du, hat ein Künstler, vor allem in so einer Zeit wie heute, wo sehr vieles nicht so gut ist einfach und sehr vieles in falsche Bahnen gerät, wie sehr hast du einen Bildungsauftrag, auf der Bühne zu stehen und zu den Menschen auch zu sprechen oder zu singen? Grundsätzlich sage ich, dass jeder Künstler oder jeder, der irgendwie ein Sprachrohr hat, das mit sich selber ausmachen muss. Ich kenne Künstler, die überhaupt keinen Bock haben, über Politik, Religion etc. zu sprechen, weil sie für sich sagen, ich kann es gar nicht. Entweder weil ich kein Interesse habe oder aber weil ich nicht weiß, wie ich das machen soll. Ich persönlich war aber immer schon sehr, sehr interessiert, sowohl politisch als auch die Fragen, die unsere Gesellschaft betrifft und in den letzten Jahren mehr denn je. Von daher empfinde ich für mich da auch eine Verantwortung. Und es ist schön, dass ich dann so ein Mikro in der Hand habe, eine Reichweite habe. Und mir geht es gar nicht darum, mit erhobenem Zeigefinger den Leuten zu sagen, was sie zu tun und zu lassen haben. Aber manchmal macht es durchaus Sinn, auch Menschen anzupieksen, über etwas nachzudenken. Egal, ob das junge Leute sind, die man vielleicht zum Wählen bringen möchte, dass sie auch wirklich ihr Wahlrecht nutzen. Oder aber eine andere politische Diskussion oder andere Fragen. Und da merke ich auch bei mir, dass sich das in den letzten Jahren gewandelt hat, auch auf den Alben und was die Songs anbelangt. Es wird also immer mehr auch in diese Themenwelt reingehen, in der Hoffnung, dass ich auch da vielleicht den Nerv der Leute treffe. Da hast du aber auch keine Angst, dass man dich dann am Pranger stellt? Nee, also ich glaube, das muss man ertragen als Künstler und das andere wäre zu einfach. Also ich finde es zu einfach, da einfach nur um zu gefallen oder um möglichst viele Fans zu haben oder Mainstream zu bleiben, eine große Masse zu erreichen. Ich finde, man kann zwischendurch mal so einen Stachel setzen und
die Geschichte der Musiker und Künstler zeigt auch, dass eben die Leute, die das gemacht haben, die auch ihre Haltung klar formuliert haben und ein klares Profil haben, auch länger da sind als die, die irgendwie so ein bisschen schwammig waren. Mhm. So. Und passen. Genau. Mhm. Und am Ende ist es mit Künstlern wie mit einer Farbe. Du wirst nicht jedem gefallen, aber von manchen Leuten bist du halt die Lieblingsfarbe. Und deshalb ist es mir lieber, dass man 50-50 gemocht oder nicht gemocht wird, als dass unklar ist, wer ist der Typ eigentlich. Viele kennen ja auch dann eben auch nur die Oberfläche, die so ein Künstler eben hat. Und meistens bei uns Popkünstlern sind das die 3-4 Songs, die im Radio laufen. Natürlich sind das auch die Songs, die nicht immer gerade die, ich sag mal, diese Intention oder diese Haltung haben oder Politik in sich haben oder diese kritischen Fragen. Aber wenn man sich mal mit den Künstlern, mit vielen Künstlern beschäftigt, dann haben viele auch von uns Jungs mit Gitarre, sag ich mal, die gibt es ja mehrere, schon einige Themen auch aufgegriffen und auch in den Interviews und so dergleichen, weil wir werden immer schon so ein bisschen auch als die gesehen, sag ich mal, gerade auch medial, die nicht ihren Mund aufmachen. Aber das würde ich echt nicht so sagen. Also viele machen was, auch hinter den Kulissen und organisieren auch was. Da finde ich, tut man auch dem einen oder anderen Kollegen manchmal ein bisschen Unrecht. So. Arbeitet ja auch hart, es entstehen ganz unglaublich tolle kreative Prozesse und... Ja. Ich finde, ehrlich gesagt, ja, dass das so ein bisschen mit zu dem Beruf auch hört, weil wir arbeiten sehr, sehr viel nachts und nachts, muss man auch mal nachts haben die Cafés und die anderen Läden nicht mehr auf. Da musst du halt in eine Bar gehen. Was willst du denn? Du redest dich hier um Kopf und Kragen. Schön. Der kürzeste Musikerwitz ist übrigens, Prost. Geht ein Musiker an der Kneipe vorbei. Das war's. Du musst dich langsam loswerden. Ja, tschüss. Voll uncharmant. Tschüss. Meine Damen und Herren, Johannes Oerding. Ich sage jetzt danke ans Primetime-Team. Danke, dass Sie meine Gäste, danke ans Primetime-Team. Ich krieg auch keinen Jingle mehr heute. Danke schon. Tschüss. Baba.